So, ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Felsbrunn. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Saatgutanlage irgendwie. Ich finde hier nichts. Sind so viele Silo-Dinger da, dann müsste man doch meinen, hier gibt es irgendwo was, was Saatgut gibt, oder? Mhm. So viel Abfüllsilos. Oh, 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 auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo mir Saatgut herbekommt. Außer beim Shop. Ich will zum Shop, scheiße. Oh, ich bin zuversichtlich fürs Rennen am Sonntag. Ich muss ja mal gucken, ob ich dabei bin, das weiß ich noch nicht. Ist ja nicht schlimm. Noch abklären. Ja, jetzt ein bisschen backen, ich muss kaufen. Big Packs, Hafer, Weizen, Saatgut. So, darf dabei reichen. Muss man einfach mal schauen, später mal. Wow. Unrealistisch jetzt gespannt.
Ein Anhänger und hinten noch einen Sack und einen Düngestreuer dranhängen. Wenn ich der Bürgermeister siehst, sagst du einfach, du hast mich nicht gesehen. Du hast nichts gesehen, gell? Schauen. Ach du Scheiße. Das kannst du knicken. Ist ein bisschen zu groß. Schlecht. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes schlecht. Scheiße ist das. Ja, die Halle ist ein bisschen zu groß. Nenn das Kind doch einfach beim Namen. Der Helfer G hat schon wieder fast von der Scheiße. So. Dann können wir mal weiter anbauen, da ich jetzt wieder Sackgut habe.
Also hier bergauf hat er schon zu ziehen, der 39er. Aber er fährt noch. Ja, das ist was. Da haben sie doch jetzt letztens diesen Feldschwamm mit reinbracht. Dieses autonome Fahrzeug da. Ist aber nichts Gescheites. Und die wollen es beim Dings ausprobieren. Beim True Farming wollen sie es ausprobieren, jetzt den Feldschwamm. Also nee. Nee. Ein autonomes Fahren, haben die gesagt. Ist das autonomes Fahren? Aber weißt du, was das Komische ist? Weil ich habe es schon ausprobiert, das Ding. Das ist so, wie wenn du einen Helfer einstellen würdest. Du musst trotzdem zahlen. Auch wie wenn du einen Helfer drin hättest. Okay. Okay. Kannst selbst mit dem Ding fahren oder kannst auch einen Helfer fahren lassen. Und es hat nur eine Arbeitsbreite von läppische 3 Metern. Klasse. zum Gruppen. Du bist ja ewig dran. Und du kannst auch nichts wie ein Gruppen nur dranhängen. Das ist auch das Dumme. Da gibt es aber auch noch was anderes. Und das täte so aussehen wie so ein autonomes Fahrzeug. Kannst du aber alles ziehen. Kannst du auch ansehen damit. Habe ich auch schon gesehen.
gibt's von John Deere gibt's eins, so eine Drohne. Und glaube ich noch von einem anderen Hersteller, von Case. Ah, 44% hast du schon transportiert. Steht bei mir auch da. Aber ein ums andere Feld wird hier anbaut. Von mir. Cool. Ey, Moment mal, gibt's da nicht irgendwie so Aufträge mit Ansehen? Da Dingen, Gruppen, Sehen. Haha, ich hätte was, aber das kriegst du viel. 857. Also gar nichts. Düngen gibt am meisten, es gibt immer 6000 um den Dreh. Und Ernten, große Dinge ernten. Ballen pressen. Danach machen wir ja den einen Auftrag mit dem Düngen, wo wir schon Düngestreuer haben. Hast du ja gekauft. Mhm, steht bei mir am Hof. Und jo, dafür kriegen wir 7000. Es läuft schon irgendwie. So, lala.
Wie viel hättest du jetzt für den Auftrag bekommen? 6.000. Ja. Irgendwas. Jetzt musst du aber auch noch rechnen, du musst aber die Miete für die Maschinen abziehen. Die zieht er dir ja, nämlich auch noch mit ab. Ich weiß. Ich weiß. Sollen wir keinen Stress machen, sonst werde ich ihm beim nächsten Mal sein Scheißfeld wegnehmen. Dann mach ich es. Dann bewirtschafte ich es. Ja, warum nicht? Und irgendwann gehört die BGA mir. Oder mir. Was wollen die dafür? Wie viel? 500.000. Auch den Drescher, wo ich spekuliere, der kostet 800.000. Der große John Deere. Der X9. X9 oder X7, was draufsteht. Nee, X9. Die Ausführung, wie ich den haben will, kostet 800.000. Was brauchen die eigentlich beim Sägewerk oben? Holz. Holz, 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 Holz haben wir nicht. Für Holz sicher? Oder Hackschnitzel? Ja, was willst du denn sonst beim Sägewerk abliefern? Hackschnitzel. Ja, Holz und Hackschnitzel. Kannst du der Uhr abliefern. Ja, aber die haben jetzt ein Angebot für Hackschnitzel. Haben wir nicht. Es sei denn. Hier gibt's nicht viel Volt auf der Map. Ravensberg war saugeil mit Volt. Hier gibt's aber auch genügend Wald. Wo? Ja, die Parzellen. Wo Wald ist, da kannst du auch Wald abernten. Also schon, dass das in den Bergen drin ist. Ja, und? Ich glaube, wir zwei wären ein gutes Team beim Wald ernten, bei Wald arbeiten. Muss ich mal gucken, vielleicht tue ich auf der Ravensberg noch ein bisschen ausmisten, damit man da auch ein bisschen weitermacht. Ich sag mal so, als ich noch mit Mario gezockt habe, da war noch ein Kollege dabei und da war dann so, da war ich dann längere Zeit schon nicht mehr auf einer Map gewesen. Jo, da habe ich schon mal hier und mal da ein paar Bäumchen mitgemacht und geholfen. Ja, kam ich 2 Wochen später auf die Map, war der komplette Wald weg. Ich so, was ist denn im Wald passiert?
Ja, weg. Ja, ich sag mal so, wir haben fröhlich gerodet. Ja, hat ich gemerkt. Merke ich. Ja, die Leute, das sind welche immer. Oh Mann. Helfer H hat einen fast vollen Korntank. Helfer H kann mich schon in Eiern küssen. Lässt der immer einen Helfer fahren und da wundert er sich, dass er kein Geld dafür kriegt. Ich habe mich noch nie gewundert, warum ich dafür kein Geld kriege. Ja, und somit läuft es hier bei uns bei der Geschichte des Tagebuchs. Das Tagebuch des Farmers. Jeder versucht sich hier etwas zum Aufbauen. Tja, aber wie es hier weitergeht mit dem Farmer und mit dem Lohnunternehmen unten, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder wann ihr es anschaut. Bis demnächst. Tschüss und ciao. Tschüss.